Wir sind beide von der Firma Synnix. Die ist hier gerade um die Ecke, aber das hat eigentlich nichts zu sagen. Ich bin Ferschl, ich bin Sysadmin, habe Ausbildung gemacht bei Schulden und Partner, das ist jetzt 1 und 1, war dann da im Abuse ein paar Jahre und bin jetzt seit 6, 7 Jahren bei Synnix Sysadmin. Und mich als Oldschool Sysadmin überrollt diese DevOps-Welle und deswegen reden wir darüber. Ja, ich bin der Christian. Da steht's auch. Das komische Vorschau-Ding funktioniert nicht, aber das ist auch nicht so schlimm. Ich bin erst seit einem halben Jahr bei Synnix. Ich bin hier als Systementwickler, DevOps-Typ angestellt. Vorher war ich Admin in einer Enterprise Windows-Linux-Firma. Und wir wollen euch ein bisschen erzählen, wie wir heute so, oder wir wollen euch heute so ein bisschen erzählen, wie wir so ein bisschen chatten. Und dabei automatisch mitarbeiten. Deswegen fangen wir einfach mal an, um was es irgendwie so ein bisschen gehen soll. Das ist nicht zwingend die Reihenfolge, um die es nachher tatsächlich geht, sondern das sind so die Punkte, die wir so ein bisschen zeigen wollen. Wir wollen ein bisschen über Kommunikation reden. Da geht es so ein bisschen darum, wie Kommunikation in einem Team, was vielleicht an verteilten Büros sitzt, vielleicht auch an verteilten Standorten, zustande kommen kann. Dann wollen wir was sagen, was ist denn ChatOps? Was machen wir da? Was sind die Vor- und Nachteile? Dann besser. Jetzt ist die Synnix unten rausgelutscht, aber das ist ja nicht so schlimm. Dann wollen wir gerne erzählen, wie wir speziell ChatOps mit Hubot machen. Bisschen aus unserem Arbeitsalltag erzählen. Für uns ist es halt so ein bisschen, ja, wir machen das halt so. Wenn es euch zu schnell geht, fragt gern zwischendrin. Dann können wir das bestimmt irgendwie beantworten und letztendlich alle ein bisschen schlauer rausgehen. Wir lernen da auch immer dazu. Und falls wir noch Zeit haben, würden wir einfach so ein paar Beispiele zeigen. Also, wie codet man da? Was kommt da so bei rum? Für was benutzen wir das? Genau, ich fange einfach mal an mit Kommunikation. Also, ich habe einfach mal aus Wikipedia das rausgesucht. Letztendlich geht es so ein bisschen darum, ich möchte zu meinen, in dem Fall Teammitgliedern, vielleicht auch zu einem Kunden, vielleicht auch zu einem anderen Mitarbeiter aus der Firma, der in einem anderen Team ist, ein Stück Information weitergeben. Ja, das umfasst sowas wie, hey, ich habe das und das gemacht. Das gehört so ein bisschen dazu, dass man miteinander redet, dass da auch ein bisschen Feedback kommt, und dass letztendlich auch beide Parteien oder in dem Fall, was wir machen, alle Parteien, die an dieser Kommunikation beteiligt sind, ein bisschen schlauer aus der Kommunikation rausgehen. Fangen wir ein bisschen an, wie sah früher klassischerweise Kommunikation aus? Generell natürlich so ein bisschen schon in dem IT-Umfeld. IT-Crowd kennt bestimmt jeder. Früher hat man bei seinem Admin angerufen, hat gesagt, hey, mein Rechner geht nicht mehr, wie jetzt da, have you tried turning it off and on again? Aber zum Beispiel auch sowas wie, hey, ich brauche mal einen Account, ich muss da und da zugreifen. Meine Platte ist voll, haben wir auch in der Firma mal. Klassischerweise hätte man da jemand angerufen, vielleicht eine Mail geschrieben, wenn man ganz modern war, vielleicht ein Ticketsystem benutzt. Ja, man kann es gerade noch so lesen. Hust. Ich habe jetzt einfach mal so ein bisschen versucht, so ein Beispiel aufzumalen. Dankeschön. Was uns immer wieder auch jetzt über diesen Vortrag begleiten wird. Ich habe jetzt mal überlegt, wir haben so zwei Sysadmins. Die heißen, das sind alles erfundene Personen. Ja? Wir haben jetzt zwei Sysadmins, die heißen Chris und Max. Dann haben wir auf der anderen Seite am zweiten Tisch einen Softwareentwickler, den haben wir jetzt mal John genannt. Einen DevOps-Typ, der so ein bisschen zwischen Admin und Softwareentwickler hin und her springt. Der möge Hans heißen. Und eine Maria Mustermann oder Musterfrau, die hier mal so den Product Owner vom Kunden darstellt für uns. Ja, es ist bei uns in der Firma einfach so, wir haben gemixte Softwareentwickler, DevOps und auch Kundenmitarbeiterteams. In dem Fall soll jetzt in dem Beispiel die Maria so ein bisschen die Entscheidungen treffen, die für den Kunden in einem Softwareprojekt relevant sind. Und man muss sich nicht vorstellen unbedingt, dass die, wie bei der Synnix zum Beispiel, alle in einem Raum sitzen. Und es könnte auch sein, dass der rechte Tisch in einem anderen Büro sitzt, in einem anderen Raum sitzt, in einem anderen Haus sitzt, in einer anderen Stadt oder sogar auf einem anderen Kontinent, in einer anderen Zeitzone.
Typisches Beispiel, was wir vorhin mit dem Telefon gesehen haben, IT-Department. John ruft bei Chris an und sagt, hey, wir haben hier ein GitLab und ich brauche dann einen Account. Das ist so eine typische Anfrage, die wir so im Alltag sehen. Der Chris, der sagt, jo, mach ich. Tipp, Account fertig. Und dann sagt er, hey, ich habe deinen Account eingerichtet. Mit deinen Standard-Credentials oder sowas kannst du dich jetzt anmelden. Ups. Ja doch, alles cool. Jetzt hat man vielleicht in diesem Software-Team das Problem, gleichzeitig, während die obere Anfrage läuft, hat die Maria, die natürlich sagt, hey, mein Team braucht einen Account für dieses GitLab-Repository, schon mal bei Max angerufen und gesagt, hey, kannst du mal dem John einen Account machen? Jetzt haben wir das Problem, der Chris macht gerade einen Account für den John, vielleicht hat er den auch schon fertig und der Max soll den Account jetzt auch nochmal machen. Ja, jetzt gibt es halt die Frage, ist das noch konsistent, ist das stabil, vielleicht hat der Chris das sogar dokumentiert, vielleicht weiß es der Max aber nicht, vielleicht findet er die Doku nicht, vielleicht findet er das Ticket gerade nicht. Im Zweifelsfall macht er den Account nochmal, sieht, oh, John gibt's schon, John 1. So. Es lachen viele, wahrscheinlich kennt's jeder. Es kostet an mehreren Stellen Aufwand. Das ist so, Maria muss anrufen, kostet Zeit, vielleicht ist gerade besetzt oder so. Max wird aus seiner Konzentration gerissen, vielleicht war der gerade irgendeinen Server am Reparieren oder sowas, ja, dann muss er sich nachher wieder reindenken. Max legt den Account an, guckt, gibt's den schon, vielleicht muss er nachher nochmal den Account nochmal anlegen, dann wieder löschen. Wer bezahlt das? Natürlich bezahlt es der Kunde. Ist der damit so happy, weil er hat die Arbeit doppelt bezahlt? Da ist immer die Frage, an welcher Stelle kann man das verbessern? So. Da ist jetzt die Frage, kann man Kommunikation in Teams verbessern, als einer spricht mit einem? Ja? Und für uns ist einfach der Punkt, wo wir gesagt haben, für uns ist Chat die einfachste Funktion dafür, weil wir haben sowieso einen Admin-Chat. Wir haben auch Chats mit Kunden, Chats mit den Softwareentwicklern in der eigenen Firma. Da können auch externe Entwickler mit rein. Also ich habe jetzt mal so beispielhaft einfach so ein paar aufgezählt. Wir benutzen bei Synnex IRC. Gibt es seit 25 Jahren, funktioniert. Es gibt abgefahrene Möglichkeiten, das einzustellen. Es gibt jetzt relativ modernen Slack und HipChat und RocketChat. Das sind webbasierte Chats. Bei Slack und HipChat kann man sich die mieten einfach, die werden gehostet. Bei RocketChat kann man sich das auch selber hosten und selber einstellen und seine Daten auf seinem eigenen Server halten ein bisschen. Was vielleicht einige aus dem Enterprise-Umfeld kennen, dass man Skype oder Hangout benutzt, hat auch immer eine Gruppenfunktionalität, wo zumindest alle was mitkriegen können und wenn sie sich später nochmal anmelden, das auch sehen können. Und klassisch auch XMPP-Jobber hat auch die Möglichkeit, Chatrooms darzustellen. Aber für uns vielleicht so ein bisschen aus Interesse die Frage, wer von euch benutzt denn, weil es wahrscheinlich mehr machen, keinen Chat für sein Team oder seine Firma? Okay. Wer von euch also, weiß... Also das waren jetzt so ungefähr 5-6 Leute. Genau, von so 50. Wer von euch... Die Kollegen wollten nicht. Warum hast du keinen Chat? Dann ist die Frage, wer von euch weiß denn schon, was ChatOps ist? Außer den Leuten von Synnex hinten. Ja, das war dementsprechend auch so 5-6 Leute. Genau. Dann brauche ich jetzt dann weiter zu fragen, wer davon schon ChatOps benutzt, weil es sind wahrscheinlich die gleichen 5-6 Leute. Die Idee hinter diesem ganzen Chat-Chisel ist einfach so ein bisschen, wenn man sich nochmal das Beispiel vom Anfang nimmt. John stellt eine Anfrage an Chris, führt es aus, schreibt aber die Antwort in den Chat. Mit dem Vorteil, dass eben jetzt nicht nur John sieht, hey, geil, mein Account ist fertig, ich kann da jetzt voll drauf losarbeiten, sondern Max sieht das auch. Das heißt, spätestens wenn jemand bei Max anruft, sagt er, nee, das ist schon lange angelegt. Maria sieht es auch, die vielleicht auch den Account anlegen lassen würde, je nachdem, ob ihr Team das braucht, für das sie in dem Fall vom Kunden aus verantwortlich ist. Und der gute Hans DevOp, der hat leider noch keinen Account bekommen, der kriegt nachher auch noch einen. Der sieht es auch und kann dann vielleicht sagen, hey, ich brauche aber auch einen. Um so ein bisschen hier die Zeit einzusparen und eine Demo zu machen, habe ich einfach ein paar Screenshots gemacht. Ich hoffe, da hat keiner irgendwie Probleme mit. Wenn noch nachher Interesse besteht an mehr Beispielen, wenn wir noch nicht alles gezeigt haben, könnt ihr einfach nochmal auf uns zukommen, können wir nochmal ein bisschen was zeigen.
Im Chat würde das jetzt so aussehen, bei uns zum Beispiel, da schreibt ein John, hey, liebe Admins, ich brauche einen Account für das Git-Repo und ich habe das jetzt einfach mal Cast 1 genannt, Kunde 1, so soll jetzt mal dieser Tisch heißen. Wenn die Auflösung vom Beamer besser wäre, hätte man das vorher auch ganz toll gesehen. Und wie wir bei Synix so drauf sind, in der gleichen Minute haben wir das hingefaked. Sagt der Chris, yo, ich verbinde mich kurz mit zum GitHub, Git Host und mach das. Und dann sagt er, hey, ich hab's dir eingerichtet. Und Maria sieht das im Chat und sagt, hey, voll gut, du hast das direkt gemacht, vielen Dank. Also der Giveaway, dass es fake ist, ist ja lieber Admins, gell? Ja, ja. Entschuldigung. Hey, ihr Schlamm. Ja, genau. So, jetzt haben wir irgendwie ein bisschen Kommunikation für alle geschaffen. Wir haben ein bisschen Zeitersparnis, weil wir am Schluss keine Zeit verlieren, wenn jetzt jemand anders da irgendwie Anfragen stellt, die eigentlich nicht eingeplant waren. Wir haben ein bisschen Transparenz für alle. Und seit 2013 gibt es diesen Chat-Ops-Begriff. Da hat man sich bei GitHub gedacht, hey, wir machen das den ganzen Tag, also bei der Firma GitHub. Wir könnten eigentlich einen Bot machen, der uns da ein bisschen Arbeit abnimmt, weil wir schreiben sowieso in den Chat, was gemacht wird und was gerade passiert. Genau, und zwar ist die Idee dahinter, hinter diesem ganzen Chat-Ops-Ding, in dem Moment, wo man einen Befehl ausführt, wird er auch gleichzeitig dokumentiert, ohne dass man nochmal was tippen muss. Nochmal auf das Beispiel zurück, was offensichtlich wegen Hallo, liebe Admins, gefakt ist. So, hey Admins, ich brauche einen Account fürs Git-Repo. So läuft es bei uns. Warum ist denn der Account noch nicht da? Genau. Anstatt dass Chris jetzt sagen würde, ja, okay, ich richte den Account ein, sagt er einfach dem lieben Demobot, hey Demobot, geh mal zu GitLab und add John zur Gruppe Customer 1 oder zum Repo Customer 1. Ja, wie das jetzt intern ist, relativ egal. Hinten dran läuft einfach ein Skript, das hat eine Regex auf den String, der da steht, Demobot. Ha, das bin ich, ich kann zuhören und dann kann ich was machen. Ich gehe in meinen quasi Befehlsset GitLab und setze John auf das Repo Cast 1 dazu. Was auch immer dahinter passiert, ist eigentlich dem Bot egal, aber dem Admin ja auch, weil in der DevOps-Welt hat er das ja alles automatisiert, er muss es nur noch irgendwie starten. So, und Maria hat es aber auch gesehen und sagt, hey, voll gut, ihr habt das schon eingerichtet. So, jetzt entsteht daraus ja da auch, wie ich schon gesagt habe, so ein bisschen Transparenz. Wer von den Admins hat wann was gemacht? In unserem Beispiel ist es so, der Chris hat um 13.41 Uhr diesen Befehl ausgeführt. GitLab add John zu Customer 1. John hat dazu einen Account gekriegt. Das heißt, wenn 13.44 Uhr der Git-Server abstürzt, typischerweise guckt man mal auf der VM, was da los, dann guckt man auf dem Host, was da los. Vielleicht guckt man aber mal in den Chat und sieht, hey, Moment mal, da hat vorhin jemand was gemacht. Kann das irgendwie einen Bezug dazu haben oder sowas. Und abgesehen davon sieht das Maria, die sieht, ey, der Chris hat um 13.41 Uhr geschrieben, der Bot natürlich sofort instant, wie auch der Chris, das ausgeführt. Na? Du darfst. Oh, bin ich jetzt dran? Du bist jetzt dran. Ja. Jetzt bin ich dran. Also, was wir auf jeden Fall dazu sagen müssen, es sind alles Erfahrungen, die wir aus der Arbeit auch jetzt so ein bisschen mit einfließen lassen. Ich tippe mal, dass Leute, die sich wissenschaftlich mit Kommunikation beschäftigen, da irgendwie voll die Clues haben. Wir haben das nur so mal ausprobiert. Und was man auf jeden Fall schon mal grundsätzlich merkt, ist, dadurch, dass man da auch arbeitet, dass irgendwie doch die Kommunikation besser wird in den Channels. Also wir haben einen internen Chat für alle und wir haben unseren Admin-Chat, wo wir halt unsere Deployments und so fahren. Und dort ist die Kommunikation, also wo es gesprochen wird von Leuten untereinander, doch angewachsen dadurch, dass man eh dort ist, um Skripte auszuführen. Ja, und für mich im Speziellen, wir haben jetzt diese ganzen DevOps-Nummern, alles hat APIs, man kann alles mit APIs fernsteuern, Netflix macht alles per Cloud, ole ole. Und für mich ist es aber erstmal als Oldschool-Admin so eine Shared Shell. Was steht da? Ersetzt die private Skriptsammlung. Wer kennt es nicht, wenn man SysAdmin ist, man hat sich für irgendwas ein Zipperlein doch mal irgendwie dazu herabgelassen, doch nur ein Shell-Skript hinzuhackern. Und das funktioniert dann eigentlich ziemlich gut. Und dann benutzt man es doch regelmäßig und dann will man seinen Kollegen irgendwie auch zur Verfügung stellen. Und wie wir das früher gemacht haben, ist so, wir haben halt ein Git, also früher hatten wir noch SVN und dann war es halt ein Git-Repo und da war halt so admin/scripts oder so. Und da hat man das reingefeuert und dann hat man halt irgendwie Patch eingespielt und dann musste man dafür sorgen, dass alle Kollegen
das auschecken. Und wie die Sysadmins halt mal so sind, die sind grummelig und sind immer busy. Das heißt, selbst im eigenen Team ist so, ey, check mal die neue Version aus, das kann jetzt mehr, ja, ja, mach ich morgen. Und es ist total einfach, ich kann mein Skript reinhackern, baue das in den Bot ein und benutze ihn einfach nur als Schnittstelle, als API, als, wie sagt man, also wer mag schon GUI-Coden, also ich benutze ihn einfach als eine Shared Shell. Also ich bastel mir schnell einen neuen Befehl hin, der halt die DNS-Server updatet, weil ich da irgendwelche Bash-Skripte geschrieben habe vor 7 Jahren, die sonst keiner kennt. Und da muss ich den Jungs halt eigentlich nicht erklären, wie das eigentlich funktioniert, sondern ich kann sagen, hier, mach mal Update, Doppelpunkt DNS, und dann aktualisiert sich der DNS. Und wenn ich denke, ich muss da irgendwas umstellen, weil das alte magischer Code ist, dann kann ich das machen. Und er muss nicht verstehen. Und ich muss vor allem nicht erklären, weil ich es wahrscheinlich selber nicht mehr weiß, weil der Code 7 Jahre alt ist. Ja, kann ich mal weiter drücken? Also. Ja, drück mal weiter. Ja. Das finde ich auch ganz wichtig. Ich habe früher ZSH benutzt. Ich weiß nicht, das ist ganz cool. Also jetzt benutze ich wieder Bash. Und dann bin ich immer zum Kunden auf die Rechnung gekommen und da war dann halt eine Bash drauf. Ja. Und dann fühlte ich mich immer ohne ZSH wie mit einem amputierten Arm. Denn je nach Kunde darf man natürlich keine Software nachinstallieren. Oder wenn man es nachinstalliert, dann hat man vielleicht so ein /6 oder so, weil wir dürfen das ja nie mehr anfassen. Das heißt, man ist irgendwie auf eine Bash mit Standard, Vanilla. Ja, oder Windows-Deployments gibt es auch mal. Aber meist im Prinzip auf Vanilla-Tools angewiesen, weil sobald man beim Kunden ist, diese Features dir empfehlen, das tut unendlich weh. Jetzt habe ich vielleicht einen Kollegen, der trotzdem, der viel interne Arbeit macht, der ZSH benutzt, da der Magier ist oder was auch immer an Shells gibt oder Programmiersprachen und sagt, ich will meine Programmiersprache programmieren. Und der hängt das an diesem Bot dran. Das wird über einen Regex-Call gecallt. Und ich kann es bedienen, ohne dass ich mir irgendwie die ZSH-Libs und hast du nicht gesehen installieren muss. Schönes Beispiel auch, ich habe eine kurze kleine Lagerverwaltung geschrieben auf meiner Linux-Kiste. Sie heißt YOLO-PL. Ja, ganz das richtig. Hat Felicitos Partkeeper abgelöst bei uns, weil wir zu faul sind, uns anzumelden. Egal, das kann überhaupt nichts. Und dann kam er an mit einem blöden Mac als Linux-Admin und hat dann ein bisschen Struggle gehabt mit dem MySQL-Lips und ihr wisst ja, wie es ist, dann baut man schnell aus dem, wie heißt das inzwischen, Boo? Ja, wie auch immer das Zeug auf Mac heißt. Und dann gibt es Dependency-Probleme, ihr kennt das ja, wenn ihr CPAN-Installation macht und. Und so kann ich es einfach in diesen blöden Bot reinwerfen, pack meine 2 Lips daneben, von mir aus macht er auch einen API-Call zu mir, ich bräuchte aber erstmal eine API. Und dann kann er unter seinem Mac, genauso wie wenn er an einem Web-IRC hockt und sich vor vielleicht authentifiziert hat, kann er im Lager suchen. Anstatt irgendwie sich ein Git-Skript zu klauen auf seine Kiste und Perl MySQL-Libs zu installieren. Ja. Ja, es funktioniert überall, weil es nur IRC. Selbst der C64 hat einen IRC-Client. Sind wir schon auf der nächsten Seite? Ah ja, klar. Man muss dazu sagen, jetzt leider Auflösung und lalala, geht hier auch diese Vorschau immer mit den Notes, aber wir kriegen das bestimmt hin. Bist du noch dran oder bin ich dran? Du bist dran. Ah, ich bin dran. Er hatte Urlaub, ich habe die Slides gemacht, man muss das dazu sagen. Ja. Also, wir haben beschlossen, was drauf soll, aber ich habe es angemalt. Ich weiß nicht, was ich da extra zu sagen soll. Also, wir haben in unserem Use Case halt, wir haben das letztes Jahr auf der OSDC gehört und fanden das eigentlich ganz witzig, wollten aber gar kein großes Projekt draus starten, weil ihr wisst, wie es ist. Also bei uns ist es, wir sind eine kleine Firma, bei uns kann man sagen, wir würden das gerne machen, dann geht's wahrscheinlich auch. Aber im Prinzip organisiert man sich ja auch so ein bisschen selber und Kundeprojekt ist ja meistens wichtiger, damit verdient man sein Geld und drum haben wir einfach angefangen, das so ein bisschen nebenbei zu machen. Und wenn wir uns da irgendwie eine Kiste hingestellt, auf der ein Hubot läuft, das ist von GitHub, den ihr Bot, kommt gleich. Kommt gleich. Und jeder schmeißt da so ein bisschen seine Skripte hin. Ich bin da so das, wie sagt man, enfant terrible, weil ich halt der totale Randskripter bin. Also ich bin eigentlich Anwendungsentwickler und ich weiß, warum ich es nicht mache. Und wir haben natürlich auch irgendwie Entwickler, die machen dann CoffeeScript. Ich gucke dann da immer rein und verstehe es nicht so richtig. Aber jeder kann halt zentral auf dem Rechner eben seine Software ablegen, seine Skripte, die einem irgendwie helfen und die der ganzen Community sozusagen zur Verfügung stellen. Und Der Punkt zentrale Ausführung, der unten steht, Wissen über alle Server und Dienste ist nicht so wichtig. Das wäre jetzt zum Beispiel der Fall, ein neuer Mitarbeiter sieht, kommt gleich aber auch nochmal auf einer anderen Folie, aber Beispiel, jemand sieht, hey, ich muss einen GitLab-Account machen.
Wie heißt denn unser Git-Server? Das muss man gar nicht wissen, weil man hat einmal gesehen oder man kann dem Bot eine Hilfe abfragen, wo man alle seine Kommandos abzieht und dann einfach sagen, hey, hier heißt der Befehl git add Kundenname-Repo oder sowas. Ja, das heißt, das ist egal, wo das Ding läuft. Läuft es bei Amazon, läuft es im Keller, läuft es bei ihm auf dem Rechner oder so. Ist egal. Und gerade im DevOps-Bereich mit automatischem Hochfahren von Maschinen, man weiß vielleicht gar nicht oder man sollte eigentlich gar nicht wissen, wie die Rechner heißen, die man gerade betreut. Weil die sind irgendwo in der Cloud. Vielleicht sind es irgendwie bei AWS, heißt es irgendwie Spot-VM, wo ich sage, ich hätte gern 100 Stück, aber nur, wenn sie weniger kosten als so und so viel. Die fahren dann, also gibt's, da kannst du sagen, ich hätte gern Micro-Server, 2000 Stück maximal, aber nur, wenn sie unter, ich weiß nicht, 50 Cent sind die Stunde oder so. Kannst du halt sagen. Und wenn die halt Leerzeiten haben, dann geht es wie ein Kurs runter und dann fahren da halt 100 Maschinen hoch. Bei den 100 Maschinen, du willst doch gar nicht wissen, wie diese 100 temporären Maschinen, die vielleicht in 5 Minuten wechseln, wie die heißen. Willst du dir da merken, wie der blöde Server heißt? Also so ein bisschen wie dieses Fastflux-Hosting von dem Scammern. Die wissen auch nicht, wie die einzelnen Server da heißen, aber die müssen halt laufen. Und so. Ich hab's weggemacht. Ah, du hast weggemacht. Wir wissen das bei Synix auch, wie unsere Server heißen, aber vielleicht weiß es der Azubi nicht. Oder eine neue Mitarbeiter oder so. Ja, auch ein elementarer Bestandteil, wie schon gesagt, mit der Kommunikation. Wir merken das nur, dass es besser wird. Ob man das irgendwie noch verbessern kann. Aber eben lernen durch mitlesen. Wir kennen das vielleicht alle aus dem IRC, dass man da irgendwie ein IRC-Bot hat, der Wetter sagen kann. Und wenn man das dann dreimal gesehen hat, dann probiert man das vielleicht morgens auch selber aus. Und so ähnlich ist es auch mit so einem Chatbot. Wenn du weißt, hier der Projektleiter vom Kunden, der darüber entscheidet, ob das Projekt bei dir weitergeführt wird, der darf natürlich entscheiden, wer auf den Code zugreifen darf. Und ich kann ihm auch die Rechte einräumen, das selber zu verwalten, wenn er denn Lust darauf hat. Und wenn die Leute erstmal sehen, wie einfach es ist, im Chat rumzuhängen und dort einen Befehl abzufeuern, also da machen sie es vielleicht auch einfach von selber, was auch so ein Ziel davon ist, weil wer kennt es nicht? Man bekommt irgendwie gesagt, komm, ich erkläre dir das mal. Und so, nee, ich habe auch keine Zeit und so. Und wenn man es dann selber macht, und dann macht es einfach auch mehr Spaß, aus eigenem Antrieb heraus was zu machen. Und das ist auch so ein Ziel davon, von ChatOps, dass man halt einfach sagen kann, ey, hier, wir geben den Leuten ein Werkzeug in die Hand, das sie vielleicht bedienen können oder auch nicht. Aber selbst wenn sie es falsch bedienen, wenn ich irgendwie meinem Chef, das ist bei uns vielleicht ein bisschen ein schlechtes Beispiel, das sind alles Informatiker, aber wer kennt es nicht? Ich habe früher mal mit 16 bei einer Kupplungsfirma gearbeitet und da haben die irgendwie NT4-Maschinen rausgerollt und alle bis auf den Abteilungsleiter hatten schon NT4, nur der Abteilungsleiter hatte noch so erst 232 angeschlossenes Terminal, AIX. Und die können oft mal was nicht richtig bedienen. Und wenn du denen irgendeine GUI vorsetzt, wo sie immer falsch klicken, wer hat das nicht schon gehabt? Dass vielleicht die Entscheider die GUI nicht mal richtig bedienen können. Wenn die das bedienen, sehe ich, was sie falsch gemacht haben im Zweifelsfall oder auch was sie gemacht haben. Ob das für jede Firma gut funktioniert? Aber ich kann den Leuten auch sofort helfen. Es ist normal immer irgendjemand im IRC vielleicht, wir haben bei uns einen Sysadmin of the Day, der auch noch mit dem Auge ein bisschen da drauf guckt, wenn er nicht so viel zu tun hat mit Timeouts und kann den Leuten halt gleich Support geben, auch wenn sie es mal falsch tippen, wie in unserem perfekten Beispiel natürlich nicht passiert. Das ist natürlich auch so, dadurch, dass der Bot eine Regex abfragt, kann man es eigentlich nicht falsch machen, weil... Oh. Vielleicht kann man einfach sagen, es gibt nur Add und nicht Delete oder so. Ja. Oh, da haben wir auch das Sicherheitsbeispiel, voll gut. Soll ich das erklären? Nein, wer kennt das nicht? Fragen Sie den Systemadministrator. Ja, Security ist natürlich ein ganz großes Thema. Wir kommen sehr aus der Sysadmin-Ecke, also von daher hört ihr von uns immer User anlegen oder Server hochfahren. Im Prinzip kann es aber auch das Live-Deployment sein. Es kann auch sein, wenn es euer Stack unterstützt, dass ihr zum Beispiel sowas macht wie ein Zehntel meiner Prot-Systeme durch die neue Version ersetzen, um nachzugucken, um zu testen, ob es funktioniert. Und Leute wissen dann auch gleich, indem sie in den Chat gucken, da läuft auf ein Zehntel des Clusters schon die neue Version. Aber da brauchst du ja eine rechte Verwaltung. Ich kann ja nicht irgendwie auf ein Cluster alle Leute drauflassen. Wahrscheinlich gar nicht den Kunden. Ne? Die erst recht nicht. Wir haben ein ACL-System, das mein Kollege programmiert hat. Und wir benutzen halt ganz normal IRC, Unreal IRCD plus NixServe.
und benutzen den NickSurf für die Authentifizierung von den Leuten und der Bot redet mit dem NickSurf. Das ist vielleicht nicht die eleganteste Methode, aber wir hatten halt einen IRC-Server und bei uns halt IRC gesetzt. Alle 2 Jahre probieren wir übrigens Jabber aus, also und stellen jedes Mal fest, dass... Wer probiert denn jedes Jahr oder alle 2 Jahre mal Jabber aus? Das sind so 3, 4 vielleicht. Okay. Ja, ja, wir melden uns beim Bot an. Nee, oder nicht, aber könnte wir machen es halt über die ganz normalen NickSurf-Rechte, Channel-Owner etc. und halt Authentifizierung von den Usernames. Für Slack oder andere Tools muss er sich halt irgendwie was Eigenes ausdenken. Ich weiß gar nicht, wie es da mit der Rechteverwaltung genau ausschaut. Schon angemeldet. Da bist du schon safe. Da wird man den Bot auch wahrscheinlich gegen die API programmieren und nicht einfach in IRC joinen lassen. Hubot, was hat einige Provider dafür. Java weiß ich auf jeden Fall. Von dem ganzen Hip-Slack-Zeug auf jeden Fall. Das ist hip genug. Da ist sofort eine Extension da. Wenn er auf dein 10 Jahre altes Tool wartet, ist das halt immer schwierig. Ja. Ah, ja. Soll ich das sagen? Ich weiß nicht, ich wurde auch vorhin gefragt, auf dem Flur wurden wir gefragt, was das denn sein soll. Dann haben wir es so ein bisschen erklärt und dann war auch so die Nummer mit, was macht ihr denn, wenn ihr irgendwie 50 Leute in dem Team habt? Dann habe ich gemeint, auf jeden Fall kein Meeting, weil das geht auf jeden Fall in die Hose. Und bei uns ist gerade der Plan, um das ein bisschen unter die Leute, in unserem Fall ist das natürlich Entwickler zu bekommen, wollen wir für jedes Team einfach einen Bot ausrollen. Über den, die dann halt ihre Standardsachen erledigen können. Wann wir damit fertig werden, weiß ich nicht, aber so Standardsachen halt sowas wie, ich brauche eine Test-VM, ich brauche eine Stage-VM, ich brauche eine Prod-VM. Aber auch so Sachen wie, ich würde gerne einen neuen Code-State auf, ich würde gerne auf Testzelle und jenes releasen. Den Tag aus dem Git. Und da war halt die grundsätzliche Frage, wie machen wir das? Ja, bei uns gerade der Trend dafür, dass wir halt jedem Team einen eigenen Bot geben, dass man halt zusammen auf einer Codebase grundsätzlich arbeitet, damit man so ein bisschen interoperabel ist, oder? Ja, sagt man da. Ja. Ja, vielleicht so ein bisschen aus der Idee. Wir entwickeln unseren Bot kontinuierlich weiter, kommt auch gleich nochmal. Und wenn jetzt ein Entwicklerteam da dran ein bisschen rumbaut und Features einbaut, sollen die halt auch alle anderen Teams haben. Nicht, dass da jedes Team so seinen eigenen Bot strickt und einer ist voll gut und einer ist so, der kann halt Rundeck und sonst nichts. Admin-Bot. Der Admin-Bot. Der Admin-Bot. Der Admin-Bot kann da nur Bier. Der kann alles. Ja, der kann YOLO-PL. So. Jetzt muss ich aufs Klo. Soll ich weitererzählen? Ja. Ja, rein vom Beispiel von eben. Wir haben ja eben gesehen schon, die Maria hat versucht, irgendwie einen GitLab-Account einzurichten und wir haben gesagt, ha, nee, sorry, nur Sys-Admins dürfen das oder nur bestimmte Leute, die ein Permission-Level haben. Beispiel wäre einfach, dass dann natürlich man das per ChatOps regelt und sagt dem Bot, hey, füg doch mal die Maria zu dem Cast 1 Admin Gruppe dazu. Ist natürlich jetzt alles so ein gestricktes Konstrukt, wo man sagen kann, okay, wie das hinten dran funktioniert, ist eigentlich egal, man muss es auch gar nicht wissen. Man darf nur sagen, ich darf die Admins verwalten und dann danach kann die Maria ihre Leute verwalten und sagen, hey, der Hans, der darf natürlich auch unser Git Repo auschecken, ja, sonst kann er nicht arbeiten. Und in dem Moment, wo sie das selber machen kann, spart es halt die Arbeit von einem Admin. Weil man kann einfach, letztendlich ist es so, den Account muss irgendjemand anlegen und den Bot-Befehl muss irgendjemand anlegen. Aber für einen Softwareentwickler dauert es in JavaScript, CoffeeScript bei uns 5 Minuten, so irgendeine Authentifizierung zwischen GitLab und LDAP und sonst was zu schaffen, um schnell dieses Befehlsset anzulegen, dass jeder das anlegen kann. Und nachher kostet es halt letztendlich den Sysadmin keine Zeit, den Account anzulegen. Weil man ja natürlich auch sagen muss, okay, vielleicht kostet es den Ferschl 5 Minuten oder 2 Minuten, einen Git-Account anzulegen, aber er hat vielleicht vorher an irgendeiner Virtualisierung rumgeschraubt. Und sein Kopf ist plötzlich GitLab. Hui! Und es geht nicht mehr weiter und dann muss er halt zur Virtualisierung wieder hin. Und wir haben da halt so Scrum Master, die sagen, hey, das ist total Banane, weil ihr braucht ungefähr eine halbe Stunde, bis ihr euch wieder reingedacht habt. Du, ne? Nee, mein Kopf ist immer verwirrt. Immer. Also, ich bin der lebendige Fokusverlust, deswegen verstehe ich das nicht so, aber ja, im Prinzip schon. Ja. Willst du das noch sagen, oder? Ja, also das ist natürlich jetzt nochmal eine ganz andere Ecke. Also Security-Version, SSH-Demons abschalten, das kommt eigentlich aus dieser DevOps-Nummer. Also, wenn du dich per SSH einloggst, hast du schon was falsch gemacht? Es kommt aus dieser Nummer, dass man halt automatisch die Maschinen provisioniert, viel auch aus dieser Cloud-Geschichte, eben
Du hast vielleicht eben diese vorhin erwähnten 100 VMs, die eine halbe Stunde online sind. Wenn das zwischen 2 und 3 Uhr nachts ist, dann wirst du dich wahrscheinlich niemals per SSH einloggen, weil du gar nicht so schnell... Du schläfst. Die Kisten fahren hoch, sie bearbeiten ihr Zeug, sie fahren wieder runter, du wachst morgens auf. Ah, cool, es lief heute Nacht. Und daher ist natürlich eh schon so eine Vision von dieser DevOps-Nummer. Man muss sich nicht mehr einloggen. Es wird automatisch hochgefahren, die fehlenden Kisten werden automatisch ausgeschaltet, was natürlich auch hier mit reinspielt. Aber natürlich call ich per SSH-Shell-Skripte auf den Maschinen. Also von daher werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen bei SSH bleiben, aber im Prinzip ist natürlich ein Ziel, man muss sich nicht mehr einloggen müssen, um die Kisten zu verwalten. Weil wenn man von Hand was macht, dann vergisst man es zu dokumentieren. Vielleicht nicht beim ersten Mal oder beim 10. Mal, aber beim 247. Mal, wenn man gerade müde ist, weil man am Abend vorher einen getrunken hat und jetzt der Kundensystem down ist und man nur schnell den Hack reinpflegen muss, damit es wieder läuft, da vergisst man es dann vielleicht. Und drum, alles, was man nicht automatisiert, ist irgendwie... Ja, auch nochmal aus der Beispielnummer heraus, man will der Maria, die so Product Owner, Kunde, vielleicht so Sales Dude oder so ist, der will man ja gar kein SSH-Account geben, dass sie da einen Git-Repo anlegen kann. Ich weiß nicht, wer von euch seinen Kunden-Accounts zum Git gibt? Ja. Ja, außer uns. der Ferschel trinkt Bier, dann erzähle ich ein bisschen weiter. Man kann, abgesehen davon, dass man dem Bot Befehle geben kann, kann der Bot einem auch Sachen erzählen. Das heißt, es gibt in dem Falle von Hubot, den wir benutzen. Das ist jetzt eine gefakte Demo. Das ist was wir demnächst haben wollen. Da gibt es schon Gedanken hin und auch schon ein bisschen Code, aber es funktioniert noch nicht so richtig. Man kann sich auch von dem Bot was erzählen lassen. Die ersten zwei Punkte, die haben wir schon. Das heißt, der Bot, der Hubot in dem Fall von GitHub, die anderen haben das wahrscheinlich auch, der hat eine Web-API. Das heißt, da kann man irgend so ein JSON-Paket hinschmeißen, per REST wahrscheinlich, und sagen, hey, mach mal was. Und dann gibt es im Bot-Code, der zum Beispiel einfach sagt, hey, ich habe hier einen Set von JSON-Key-Value-Zeug, da steht drin, der Jenkins hat mir gesagt, euer Bild für den Customer 1, Job 34683, der hat funktioniert. Also man kennt es vielleicht, man hat so ein CI-System, weiß jemand nicht, was CI oder Jenkins ist? Okay. Einer hat sich gemeldet oder zwei. Es ist so ein automatisiertes Build-System. Das heißt, du checkst in dein Code-Repository deinen Code ein und sagst, ich mache jetzt meinen Laptop zu und ich gehe in ein Meeting. Und wenn ich zurückkomme, soll das bitte mit Maven, Gradle, was es da auch immer für gibt und was Make. Du gerade machst. Make, voll gut. Make. Da soll aus diesem Code irgendein ausführbares Paket rausfallen. Ja, ob das jetzt ein War-Jar oder eine Binary irgendwie in irgendeiner Form ist, ist egal. Vielleicht dauert es aber mal eine Dreiviertelstunde. Vielleicht macht man auch mal einen Build-Job, der halt nicht so hohe Prio hat, vielleicht nicht auf SSDs laufen darf, sondern nur in der VM oder sowas. Da will man vielleicht irgendwann mal eine Meldung bekommen, hey, dein Build-Job ist fertig und nicht alle Viertelstunde F5 klicken im Jenkins. Das ist genau das Ding. Oder man will vielleicht nach 10 Minuten gesagt bekommen, hey, dein Build ist irgendwie fehlgeschlagen, du hast scheiße programmiert. Was? Dein Score ist gefallen. Ja. Da haben wir auch noch so eine Idee mit Gamification. Mit, ja, genau. Ja, aber mehr Scores. Könnte auch der Bot machen. Halt, genau. Hier, dein Score ist gefallen. Hier. Genau, ja. Ich weiß nicht, wie es bei euch Codern ist. Schlecht deklarierte, was auch immer, im Sonar. Ole, ole. Naja, jemand hat auf -2 gedrückt. Genau. Was man aber auch in dem Bot haben kann, sind zum Beispiel Monitoring-Messages. Also, vielleicht hat man ein riesiges Dashboard und vielleicht hat man eine E-Mail. Da schickt der Nagios, Isinga, sonstiges Monitoring seine Mails hin, wenn zum Beispiel ein Host down ist und man hat die sowieso schon alle weggefiltert und auf dem Board guckt man gerade nicht hin. Oder man hat sich umgesetzt und sitzt mit dem Rücken zum Board. Aber man guckt in den Chat, mehr oder weniger auf einem Auge, auf dem vierten Monitor oder so, den ganzen Tag, weil da könnte ja irgendwas Cooles kommen. Und dann könnte der Bot aber auch sagen, hey, der Nagios, im Nagios macht man das so, dass man so einen Contact anlegt, das kann eine E-Mail sein, das kann aber auch eben so ein Webhook sein. Als man sagt, hey, Achtung, dein gitlab.synix.example.com ist down, schau doch mal nach. Ja, und dann kann man natürlich vorher eine Priorisierung machen, dass man sagt zum Beispiel, schreib es in großen roten Buchstaben in den Admin-Chat, wenn es irgendein Produktionssystem ist, schreib es vielleicht so als normalen Chat mit einer traurigen Katze dran, wenn es irgendein Testsystem von irgendeinem Entwickler ist. Kätzchen. Genau. Ich würde ein bisschen was zur Implementation erzählen.
wie man so einen eigenen Chatbot bekommen kann, weil eigentlich ist das, eigentlich, wenn man sich so ein bisschen in die Situation reingedacht hat und es kostet wenig Zeit, sich reinzudenken und das auszuprobieren, will man es nicht mehr missen eigentlich. Also ist für uns zumindest so. Ich bin jetzt seit einem halben Jahr erst bei der Synix. Das Erste, was ich machen würde in einer anderen Firma, wäre in so einem DevOps-Umfeld so ein Chatbot zu bauen, wenn es keinen gibt. Beispiele, die wir haben, Hubot, haben wir schon ein paar Mal gesagt, der kommt von GitHub, damit haben die ChatOps propagiert. 2013, der läuft in JavaScript, empfängt CoffeeScript. CoffeeScript ist so ein Versuch, JavaScript zu generieren mit einer vereinfachten Syntax, die so ein bisschen Python-like ist. Im DevOps-Umfeld benutzen viele Leute Lita, das ist ein Ruby-Bot, weil die Leute sowieso Puppet oder Chef coden können. Sie müssen sowieso Ruby können. Und dann ist es relativ naheliegend, eher einen Bot zu nehmen, dem man seine Befehle in Ruby beibringen kann. Wir sind halt eine Firma im Java-Umfeld, für uns ist es total gut. Der Joe kann bestimmt 4 Seiten Java-Code schneller mit mehr Doku und mit mehr Sinn schreiben, als ich 3 Zeilen Bash zusammen. Die klicken nur in der IDE. Ach so. Und dann kommt es von selber. Okay. Vielleicht, wenn jemand schon lange im IRC ist, IRC gibt es seit, keine Ahnung, 30 Jahren oder sowas, dann gab es immer einen Egg Drop. Der hat einem gezeigt, hey, deine Pizza ist fertig. Oder der hat Leuten OP gegeben, Operator-Status oder sowas, wenn sie irgendwie AFK waren oder ausgeloggt waren. Der heißt Egg Drop. Da könnte man das prinzipiell auch machen. Der hat halt eine TCL-Shell, da kann man aber auch einfach, der hört auch nur auf bestimmte Angaben. In der Regel sowas wie Ausrufezeichen ob, da könnte man aber auch sagen, Ausrufezeichen deploy Jenkins 34538 oder sowas und dann feuert er das einfach, wie auch immer das hinten dran verdrahtet ist, weiter. Bei Slack, wenn man sich das kaufen will und seine Daten irgendwo in die USA schubsen will, kann man ja machen, kostet ein bisschen Geld und dann haben auch die Daten kostet nichts quasi, die kann man gratis dahin bringen. Vielleicht fixen die noch gleich Bugs. Ja, vielleicht auch nicht. Kann man danach googeln nachher. Da gibt es eine Chat-Integration mittlerweile. Also da kannst du tatsächlich als Chat-Befehl was schreiben. In dem Moment, ohne dass es die anderen sehen, aber die sind dann halt den Output. So, Hubot, wer es mal ausprobieren will. Mittlerweile super einfach. Es gibt ein NPM-Paket, wenn das nicht wehtut. Da gibt es so einen Generator Hubot, dann führt man aus. Das ist ein Yeoman-Script, Yo Hubot. Und dann kriegt man so ein Set von 8, 9, 10 Sachen, die man ausfüllen muss. Auf was bist du für ein Hostname? Zu welchen Adapter willst du? Adapter ist sowas wie Connect auf IRC, Connect auf Slack, Connect auf HipChat, Connect auf Jabber. Dann kann man irgendwie einen Namen eingeben, ich glaube Credentials, und dann connectet er automatisch und ist in eurem Firmenchat. Und der hat so ein Standard-Set an Befehlen, die noch nichts können, aber wo man gute Beispiele hat eigentlich. Genau, dann gibt es Skripte dafür, für den Hubot. Also ich werde jetzt ein bisschen über Hubot erzählen, weil wir halt damit uns auskennen und mit Lita, das hat man mal gehört und das ist mit Ruby, aber wir haben halt einen Hubot. Ich kenne mich ja immer noch am besten mit Actrop aus, ja, aber Tickle. Ja, genau. Wenn man bei npm.js nach dem Hubot sucht, bekommt man 1927 Results, also am Dienstag. Einer davon ist der Hubot. 1926 Skripte kriegt man dazu. Es gibt ein altes Git-Repo, das wird mittlerweile, hat man gesagt, okay, wir machen das mit Hubot, da kriegt man so ein Standardkonstrukt ausgecheckt, was letztendlich das einzelne Skript ein Name.coffee enthält, in unserem Fall zum Beispiel Hubot Audit, das haben wir da auch irgendwie reingestellt, weil wir dachten, das ist cool. Wenn nachher noch Zeit ist oder wenn jemand noch mal ein bisschen Interesse hat, kann ich das auch noch zeigen. Audit, wir haben ja genau das Problem, was wir vorhin beschrieben haben. Wir haben mehrere Bots in verschiedenen Chats. Wir haben auch mal Chats, da ist ein bisschen Katzenbilder und so drin. Das will man vielleicht auch nicht unbedingt immer haben, wenn man mal was sucht. Wer hat denn zuletzt am Puppet deployed? Wer hat denn zuletzt einen Jenkins-Job gestartet? Der Audit loggt in einen separaten Channel und wir haben den Channel einfach so eingestellt, da darf niemand sonst was reinschreiben. Das heißt, da sind nur Hubot-Befehle. Wer hat das reingeschrieben? Was hat der Bot geantwortet? Und automatisches Timestamp, weil in dem Moment, wo ich was tippe, zum Beispiel lieber Hubot, deploy mir mal meinen Puppet aus dem Git-Repo in den Puppet-Master, dann macht der Bot, schreibt diesen Befehl, genau den Befehl, den ich reingeschrieben habe, in den Audit-Chat zusammen mit meinem Namen und dem Channel, in dem ich das geschrieben habe, und führt es dann erst aus. Genau, bei Synix ist es so, wie ihr das auch alle selber machen könntet, wäre, ihr nehmt euch diesen Standard-Hubot hier, zwei Dinger zurück,
Ganz einfaches Skript, automatisches, wird automatisch auf den Rechner oder vielleicht auf die VM, wo ihr gerade seid, bootstrapped irgendwie mit so ein paar Standardeinstellungen. Wir haben das auch so gemacht und dann hat man so ein paar CoffeeScript-Bash-Skripte dran gebaut. Man braucht immer ein bisschen CoffeeScript bei Hubot, der im Zweifelsfall aber einfach nur auf der VM, geht auch mit JavaScript, mit den meisten Bots bestimmt auch, sagt hier, da hast du einen Ordner, der heißt Home Hubot Scripts Hacks. Da liegen Bash-Skripte drin, die kann er ausführen. Und wir entwickeln das nach Bedarf. Also es wäre auch so ein ganz großer Punkt, den man mitnehmen sollte. Man sollte, bevor man merkt, dass es für einen und für die Firma und für die Kunden funktioniert, nicht anfangen, da 3 Monate Entwicklung in so einen Hubot reinzustecken. Und vielleicht ist es nachher scheiße oder so, man weiß es nicht. Also bei uns ist es vor allem annoying tasks erstmal. Also hier im Puppet Node löschen. Ja, ab und zu geht mal einer, man automatisiert es erstmal nur nicht, weil, ne? Und dann generiert man seine Nagios oder Isinga oder was auch immer ihr benutzt, Überwachung vielleicht auf Daten dieser Automatisierung. Also bei uns Beispiel, wir installieren irgendwo ein Tomcat oder jetzt, was war es, Spring Boot-Applikation irgendwo hin. Und die hat vielleicht irgendwie einen Port offen, dann will man ja gucken, ob da das Richtige zurückkommt. Hat vielleicht noch irgendwie eine URL, wo man abfragen kann, das sind alle Systeme ab. Und das überwacht man. So, da man sich aber mit den Entwicklern vielleicht so weit geeinigt hat, dass man so einen minimalen Standard davon hat, ist es so, wenn wir automatisch deployen, kommen automatisch auch diese Tests dazu. Und die werden dann in diesem Puppet-Automatisierung irgendwie vorgehalten, die haben so eine Datenbank dazu. Und jetzt ist das Problem, du schaltest den Server ab, im Nagios geht alles auf rot und du kannst von Hand diese Notifications gar nicht löschen, weil die ja noch in dieser Datenbank sind, der Server könnte ja wiederkommen, also willst du den löschen. Dann früher haben wir uns einfach per SSH auf die Kiste eingeloggt und haben dann irgendwie Puppet Node Deactivate gemacht und dann war der falsche User und dann musste man nochmal einen User wechseln und dann ging es dann irgendwie und am Anfang im Message of the Day stand irgendwie so eine Kurzanleitung, wie das alles funktioniert und ja, wie das dann halt so ist. Und heute ist es halt einfach so, ich mache Puppet Doppelpunkt Node Deactivate und dann den Hostname und dann gibt mir der Bot zurück, ob er ihn deaktiviert hat oder nicht und diese zweideutigen Meldungen von diesem Puppet-Skript bin ich auch los. Und ich weiß noch nicht mal, welcher von meinen Kollegen es gemacht hat, aber super. Der Zivi war's. Der Zivi war's. Ja. Und eben, es erleichtert mir einfach meine Arbeit. Ich muss mich nirgends einloggen. Natürlich hätte ich mir ein Shell-Skript schreiben können, das macht, aber natürlich habe ich es nicht gemacht. Und ich habe mich hunderte, tausende Mal da eingeloggt, bis ich irgendwann gesagt habe, kann da nicht jemand mal ein Skript für schreiben? Also ja, mache ich im Hubot, ja, alles klar. Und genau solche Sachen, die nerven, die oft passieren, die man regelmäßig benutzt, super. Ja. Dazu Kommunikationsverbesserung, willst du zum Slide weiter? Ja, ist auch so ein bisschen zu dem später. Ja, deswegen wollte ich jetzt ein bisschen pushen hier. Ja, das ist auch so natürlich, dass man da diese Wissensverteilung merkt. Also ich war jetzt zum Beispiel das letzte halbe Jahr neu bei Synnyx, aber ich habe relativ schnell gecheckt, wie kriege ich denn Puppet von einem Git-Repo, von der Config in den Puppet-Server? Wie schmeiße ich eine Node wieder weg oder sowas? Einfach, weil ich es mal gesehen habe, wie es gemacht wurde. Weil sonst habe ich nur gefragt, hey, Zevi, wie kriege ich denn eine Node jetzt wieder los? Da ist 3 rote Balken im Nagios und ich habe die VM schon gelöscht. Wie werde ich denn das Ding wieder los? Ja, und dann kann er einfach sagen, hier, du kannst dich dahin verbinden, dann gehst du auf den Server von Puppet, der heißt so und so und so, das steht da und da im Wiki, dann musst du gucken, wo ist das? Und das ist das, was ich mal am Anfang auf die Folie geschrieben habe, du musst gar nicht so genau wissen, wo es ist. Du musst nur wissen, dass es den Befehl gibt. So, ich würde jetzt ein paar Beispiele zeigen. So, vielleicht so 10 Minuten lang oder so oder 5 Minuten lang, je nachdem, wie viele Fragen kommen. Können wir auch noch mehr Beispiele zeigen, aber oder auch nicht. Wir haben zum Beispiel, das hat der Ferschl vorhin schon mal gesagt, bei uns einen Sys-Admin of the Day. Das ist einer, der fixt spontane Probleme. Jemand hat Ubuntu updated und sein Rechner geht nicht mehr an. Jemand möchte ein Kabel kaufen, jemand möchte einen Kopfhörer kaufen, jemand möchte aus dem Lager einen Monitor haben und sowas, so Standardsachen. Wir hatten früher, hat jedes Team so seinen Lieblings-Admin gehabt, haben wir so das Gefühl gehabt. Und der Ferschl, der ist immer so ein bisschen grumpy und da geht dann keiner hin, sondern die kommen dann alle zu den anderen. Das war super. Das kostet aber immer, man als Admin will man ja nicht nur den Leuten ihre Kabel geben, sondern vielleicht will man noch sein Monitoring neu aufziehen oder vielleicht mal die Virtualisierung fixen, das Storage fixen. Ja. Vielleicht will man auch mal ein bisschen nachdenken, ohne dass einen jemand stört. Deswegen haben wir für uns gesagt, wir machen Sys-Admin of the Day. Da gibt es einen, der ist halt so der Arsch für den Tag, der macht alte Tickets, der macht die Anfragen von den Leuten. Und damit die Leute wissen, zu wem sie hinkommen können und nicht nur zu unserer Admin-Insel gucken, wo so eine Bierflasche steht mit so einer Fahne drin. wir haben eine Fahne. habe ich das mal als Beispiel rausgegriffen. Der Bot kann einem sagen, wer der SOD ist. Das oben ist CoffeeScript-Code.
Das heißt, erste Zeile sieht man ganz klar, Robot hier. Das ist bei Hubert das Befehl für, der lauscht auf den Chat und hört da SOD, Fragezeichen. SOD, man sieht das, die zwei Dashes sind quasi der Begrenzer für den Regex und dann sieht man, am Anfang der Zeile soll stehen SOD und dann ein Fragezeichen. Wenn es jemand tippt, zum Beispiel der John im unteren Beispiel, sagt der Demo-Bot, hey, heute ist der Sai SOD und macht eure Rechner flott. Und dann weiß er, dann kann er zum Christian gehen und sagen, hey, ich brauche ein Kabel oder mach mal meinen Rechner flott. Ja, und das ist jetzt leider nur oben und unten gelb, weil unten ist mein Highlight aus meinem Chatfenster. Bei mir funktioniert es nie. Nee, das mit dem Flott machen? Oder? Ja, mach mal meinen Rechner flott. Ja, der Fashion macht immer Sachen kaputt. Sieht man hier auch, ja, wenn der Fashion, wenn das Robot-Brain weiß, der Fashion ist SOD, dann sagt er, zum Glück ist heute der Fashion SOD, sonst macht er nichts kaputt. Sonst repariert er immer Sachen. Ich habe einen guten Track-Record. Ja, genau. Und sonst kommt halt der, heute ist der SOD aus der Datenbank. So, CoffeeScript-Eigenheit. Genau, da haben wir so ein Beispiel. Man will zum Beispiel wissen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen tief, aber mit Puppet gibt's, Puppet ist so ein Configuration-Management-Tool, da gibt es die Möglichkeit, von einem Rechner einen Fact abzufragen. Das ist so ein Tool, wo man zum Beispiel sagen kann, hey, lieber Rechner, wie ist denn deine Uptime? Klar, man könnte jetzt SSH drauf machen und Uptime eingeben, aber vielleicht will man das wissen mit Seconds, Hours, Days, Uptime, zufällig. Letztendlich machen wir einfach ein Skript, das sagt, das Kommando hier, wenn ihr meine Maus seht, ist sudo, sollte man eigentlich nicht machen, aber es ist halt, das ist so das Beispiel für, man kann auch mal schnell sein Admin-Skript in den Hubert werfen und einfach so ein hier außen rumschrauben. Der führt dann nur das Kommando aus, liegt im Hack-Folder und heißt fact.sh, gibt den ersten Parameter ein als Host und den zweiten als Fact und dann führt er einfach aus, geht auf die Kiste per SSH, nimmt einen Key, der im Hubert liegt und sagt, geh zu $1 ist der erste Parameter, also zum Beispiel sitest.synix.local und führe aus factor minus p uptime oder system uptime in dem Fall, Beispiel unten. Und dann kriegt man so ein JSON zurück, wo drin steht, ich habe so und so viele Sekunden, das sind so und so viele Stunden und so und so viele Tage abgehakt, fertig, weiter. Und dann weiß man das und dann kann man das aber im Chat machen. Weil wenn jetzt jemand sagt, hey, unsere VM ist langsam und das Beispiel ist, ich gucke rein und sage, hey, was hatten die für eine Uptime? Dann weiß zum Beispiel der Fashtel, ey, der Chris, der kümmert sich schon drum, ohne dass ich nochmal extra schreiben muss. Ja, ich kümmere mich jetzt halt drum. Nein, nein, da kümmert sich der Hase drum. Der Hase kümmert sich drum. Ja. Um die Performance von dem Seth. Ja. okay. Aber das war fake, oder? Das niemand fake, traut sich, Strict House Key Checking ist gleich neu zu benutzen, außer mir. Genau, okay. Ja. Okay. Ich hatte schon kurz Angst. Was man nicht machen will, das ist auch nochmal sowas. Bevor wir noch ein paar Beispiele vielleicht zeigen oder Fragen beantworten, was wollt ihr von Anfang an ausblenden bei ChatOps? Über Implementationsaufwand. Das bringt euch nichts, wenn ihr da 3 Wochen einen geilen Chatbot codet und dann spart euch 5 Minuten im Monat. Dann ist es vielleicht doch einfacher zu sagen, hey, ich habe gerade das und das gemacht. Ja, oder man schreibt sich einen IRC-Befehl, Alias, der sagt, lieber Bot, gib mir mal den Fact System Uptime und schreibt hinterher, hey, ich habe was gemacht. Einfach nur, man muss ein bisschen von Anfang an beachten, dass man sich da nicht so rein versteift, weil man weiß auch noch gar nicht, ob es für die Firma oder den Kunden funktioniert. Off-Topic, ganz coole Sache. Ja, bei uns im Admin-Chat, das ist ungefähr so die Hälfte der Zeit, kommen irgendwelche E-Mail-Notifications von unserem uralten Bot, der sagt, hey, ihr habt an admins.zynix.de eine geile Mail gekriegt. Ja, das wollte ich noch ausschalten. Ja, okay. Das schalten wir noch aus. Dann haben wir weniger Neues. Aber vielleicht kommen auch so YouTube-Links, ihr kennt das alle, ja. Man hat ja seinen Chat und man weiß, ich will hier nur Arbeitssachen haben. Nein. Ich schreibe das Off-Topic in den Off-Topic-Chat. Ups. Und dann ist man doch im falschen Chat oder so und dann sieht das Ganze so aus, ja. Der Bot, der kann nämlich auch Text und der kann auch Einhörner. So. Und man will ja auch Einhörner mal haben, aber vielleicht nicht. Man könnte dem Bot zum Beispiel sagen, wenn jemand Einhorn fragt, will man das halt vielleicht im Off-Topic-Chat und if room gleich Admins, dann wollen wir nicht. So, dann schreibt vielleicht der Sai, schreibt, hey, voll gut, das haben wir oben schon mal gesehen übrigens, ja. Der Sai hat gelernt, geil, so legt man einen GitLab-Account an und zack, kommt das Einhorn und kein Mensch weiß, was vorher passiert ist. Ja, also dieses ganze John sagt, legt mir mal einen Account an, ist einfach verschwunden, da unten gibt's noch eine Katze und einen GPN-Fahrplan und das ist alles im Admin-Chat.
Sag mal, wenn du das eh gefaked hast, warum ist das Einhorn nicht in Regenbogenfarben? Das funktioniert sogar, ja. Okay, der Sven hat gesagt, ich soll es ausmachen. Ah. Man sieht übrigens jetzt aufgrund der Auflösung unten drin nicht, dass da steht, dass der Max noch schreibt, hey, das ist ein Arbeitschat. Als ob. Ich unterhalte mich immer mit den Azubis Blockwart. Über... So, Beispiel Synux. Ich mache noch ein Beispiel und bespreche noch eins ganz kurz. Wir haben ein Skript oder wir haben einen LAN-Manager, der hält unsere Zuweisungen für IP zu Host zu MAC-Adresse vor. Und das ist halt so ein riesen Hickhack und das ist auch so ein uraltes Perl-Skript. Python-Skript? PHP. PHP-Skript? PHP. Anwendungsentwickler? Beste. Ja, der hat es gemacht. Ja, das Schöne ist, ich habe auch bei Leuten rumgefragt, die so Netzwerke zu verwalten haben und irgendwie immer, wenn ich jemand frage, der es macht, kommt immer, ich habe ein Skript, das verwaltet unser Netz. Ja, kannst du mir das mal schicken? Nein. Ja, nein. Da habe ich mir gedacht, alles ja wie bei dann mir. Dann müsste ich dich leider umbringen, ja genau. Wir haben einfach gedacht, eigentlich könnte, wenn man jetzt man hat einen neuen Laptop gekauft für einen neuen Mitarbeiter, kann man sagen, hey, ich habe hier die MAC-Adresse, die weiß ich, die sehe ich im Zweifelsfall, kann ich die abtippen vom Gerät und kann sagen, hey, mach mir im Netz 10.0.0.0, nenn das Ding Sitehost 2 und mach einen neuen Host da draus und gib die MAC-Adresse ein und der trägt halt in dieser Datenbank ein, die MAC-Adresse soll vom DNS immer den Hostname sitehost2.synix.local bekommen und immer diese IP. So. Und was ich jetzt raus noch erkennen kann, ist, der Rechner wird nicht automatisch installiert mit seinem Betriebssystem, weil das würde noch weitere Optionen verlangen. Ja, okay. Weil sowas kann man natürlich auch machen, wenn ihr eh schon irgendwie ein Deployment-System habt, dann könnt ihr vielleicht ein bisschen geilere Sachen machen. Ja, sowas zum Beispiel. Wir haben einen VM-Service, da können sich bald, also es ist der VM-Service an sich funktioniert, die Bot-Integration auch. Das weiß nur noch keiner in der Firma, außer den Admins. Shadow IT. Man kann sich eine VM anlegen, wenn man jetzt zum Beispiel weiß als Entwickler, ey, ich brauche jetzt irgendein Gerät mit 16 GB und ich bin aber jetzt 3 Tage in einer Meeting, aber ich will eine Simulation machen, ich brauche eine VM noch vorher. Dann macht man sich schnell klick, klick, klick. Create Sitehost 3 soll die VM heißen zum Projekt Infra und soll mit CentOS deployed werden. Und der Bot schiebt einen Rundeck-Job an. Joe sagt ja. Der Bot schiebt einen Rundeck-Job an und da wird halt eine VM generiert. Wir benutzen KVM-Virtualisierung. Dann wird im LAN-Manager dieser Sitehost 3 Test angelegt, ja, weil es ist natürlich nur für Entwickler eine Test-VM, die soll nachher nicht produktiv genommen werden. Im Projekt Infra, die restlichen Default-Parameter werden auch noch eingesetzt und dann weiß jeder, der im Chat ist, ah ja, der Demo-Bot, der hat es schon angelegt und eigentlich soll sich der Entwickler das selber anlegen können, ohne dass der Admin jetzt hier seine KVM GUI aufmacht und klickt, hey, mach mal eine VM. Genau, ich mache jetzt mal die Beispiele weg. Im Idealfall schreibt der Entwickler irgendwann auch mal noch die Kritikalität von dem System dazu. Ja. Wir sind eine kleine Klitsche, da geht es vielleicht noch, ich habe noch Hoffnung. Also dass der Entwickler halt sagt, mein Stage-System ist halt nicht so wichtig und wenn es halt am Wochenende nicht läuft, scheiß drauf. Oder auch so Sachen wie, könnt ihr mir bitte auch die Notification schicken für die Kiste oder könnt ihr mir bitte nicht die Notification schicken für die Kiste? Weil manchmal ist ja so, wenn die Festplatte vollläuft auf einem Staging- oder Testsystem, könnte es damit zu tun haben, dass der Entwickler irgendwo einen Bug hat im Logging oder sonst irgendwo und das eigentlich gerne wissen will. Und du als Admin bekommst Festplatte voll, ah ja, komm, bevor ich mach die dem kurz größer, weil dann hast du zu arbeiten oder irgendwie sonst irgendwas, ich deploy die Kiste neu. Ja. Und manchmal ist ja auch ganz geschickt, wenn diese blöden Nagios-Notifications auch mal ein Entwickler bekommt und wir haben keinen Betrieb in der Hinsicht, also wir haben keinen 24/7. Von daher... Ich habe jetzt mal die anderen Beispiele ausgegraut, weil es sind nur noch 4 Minuten Zeit, bis, glaube ich, der nächste Talk kommt. Nein, wir haben eine halbe Stunde danach hinterher. Und ich weiß nicht, was Vox sagt. Nee, ist egal. Auf jeden Fall gibt es bei Synix auch noch offene Stellen. Als ob. Und offene Wunden. Ansonsten danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es ist keiner mit Ohrenbluten und war das scheiße rausgelaufen. Hat jemand Fragen? Mein Bier ist auch hier. Hast du noch ein zweites Spiel? Für dich. Du hast eine Frage. Ja. Soll ich mit dem Mikro zu dir kommen? Nö, ich kann es einfach wiederholen. Okay, ich wiederhole es. Das wollte ich mal angedeutet. Wir haben das bei der Firma letztes Jahr mal probiert. Ging ziemlich schnell wieder unter, weil das gesamte Team ankam mit, ich kriege so viel mit, was mich eigentlich gar nicht interessiert. Wie filtert ihr das? Und wir haben dann angefangen, auch Channels aufzuteilen und gesagt, na, guck halt in den Channel, der nicht zu deinem Projekt gehört, nicht rein. Aber trotzdem haben die Leute an, mit, das interessiert mich alles nicht.
Also ich könnte mir vorstellen, die Frage war, jetzt habe ich mir das extra vorgenommen, ne, und es stand nochmal in der tollen Mail von Felix. Und ich wusste, dass ich es vergesse. Genau. Also die Frage war, man hat in der Firma schon das ausprobiert, einen Chat zu führen, um die Kommunikation im Team ein bisschen zu verbessern, aber die Leute sagen einfach, hey, da kommt zu viel Zeug, was mich gar nicht interessiert und ich blende letztendlich so, Gehirn ist ja auch irgendwie nur so ein Arbeiter, das aus und gucke dann eigentlich nicht mehr rein. Ja, es ist halt ein bisschen schwierig. Also es ist, glaube ich, so ein bisschen die Frage, wie viel will man mitlesen wirklich als und wie viel will ich mich an diesem System beteiligen? Und auch natürlich die Frage von Off-Topic und Noise. Also klar, wenn man jetzt sagt, hier, ich deploy, jeder schreibt da jetzt 40 Mal am Tag rein, ich deploy Puppet. Also wir haben da so Ausschnitte, da steht halt ein ganzes, ich habe so ein Dreiviertel. Der Klassiker, mal codet was, mal pusht es. Und dann fixt man den Semikolon und den Semikolon und hier dieses, ja. Und dann hat man halt so, also man sieht es dann schon im Chat. man muss halt, es gehört so ein bisschen Selbstdisziplin dazu. Und man muss halt auf der anderen Seite wirklich aufpassen, dass in so einem Chat halt kein Off-Topic reinfällt, weil man eben sonst tatsächlich die relevanten Sachen nicht mehr sieht. Die Alternative wäre vielleicht, wenn man das, also ich würde, glaube ich, erstmal mit einem Chat anfangen und dann so ein Bot bauen. Aber ich denke, wenn man einen Bot baut, würde ich es tatsächlich einfach restriktiver in Channels einteilen. Und vielleicht auch bestimmte Befehle halt keine Antwort geben. Dass man einfach sagt, oder keine Farbe zumindest. Also wir haben so grüne Häkchen und rote Kreuze und sowas für geht, geht nicht. Oder wie dieses grün Jenkins, rot Jenkins. Einfach, damit man auf den ersten Blick sieht, das ist was für mich oder nicht. Interessiert mich das oder nicht. Vielleicht kann man sich auch, die meisten Chat-Systeme bieten an, ein Highlight zu machen. Also, dass so ein Ding-Dong aufgeht bei Rocket Chat oder sowas. Oder dass man im IRC eine andere Farbe kriegt für bestimmte Sachen. Dass man zum Beispiel sagt, wenn jemand auf meinem Stage-System, auf das ich auch deploye, eine Version hinschiebt, dann möchte ich das wissen. Und wenn jemand auf irgendein CE-System oder ein Testsystem was deployt, ist mir das egal. Das ist vielleicht so der Weg dahin, dass man einfach sagt, wir strengen das so ein vom Chat und von den Einstellungen, auch von dem Bot und so, dass bestimmte Sachen, die eben nur Noise oder nur Ablenkung verursachen, halt einfach weggeblendet werden oder die Leute bestimmte Sachen nur erreichen. Genau. Also das war noch ein Kommentar aus dem Publikum, oder willst du sagen? Ich sage einfach. Ja. Wir haben zum Beispiel das bei uns so implementiert, dass wenn der Bot in der Regel generell mehrzeilige Sachen oder Sachen, die halt die Allgemeinheit gar nicht interessieren, zurückgibt, dann gibt er vielleicht so ein, ja, ich habe deinen Befehl ausgeführt, siehe PM oder sowas. Ne? Beispiel unsere Hilfe. Unsere Hilfe, die der, wenn man Bot Help eingibt, gibt er alle Befehle zurück. Und das ist halt so zwei Seiten voll Chat. Die macht er halt in den Query rein, weil das interessiert kein Mensch, weil das hat jeder schon fünfmal gesehen und da ist auch wieder wie bei dem Einhorn alles weg. Aber man geht einfach davon aus zu sagen, okay, im Chat stand, der hat einen Befehl geschrieben, bei Help weiß jeder, um was es ging, bei anderen Sachen reicht vielleicht ein, ja, ich habe es bearbeitet. Und die Details wie, dein Bild ist fehlgeschlagen, weil in Zeile 3 hat das Puppet Linting gesagt, du musst weiter einrücken. Das interessiert halt kein Mensch an der Stelle. Das kann jeder, den es wirklich interessiert, kann sich da selber einen Linter über das... Das kann auch der Bot. Aber ja. Ich glaube, da bewegen wir uns auf einem Terrain, wo wir gar keine Ahnung haben, nämlich dass es Kommunikation und wie überzeugt man Leute von einem Produkt, das cool ist, was wir als Nerds nie hinbekommen. Hey, benutzt GPG! Und da ist halt wirklich, ich glaube, ja, ich weiß nicht, ich glaube, die Einführung ist wichtig. Also so ein, du musst da hinschauen, ist schon verloren. Ja, weil wenn ich zu dir komme, hey, schau mal meinen Channel, ey, ist voll cool. Nee, hast du keinen Bock drauf. Und ey, aber hier ist nur eine WhatsApp-Gruppe. Installier dir halt mal WhatsApp. Nee, und da ist schon die erste, wie gehe ich auf die Leute zu? Wie viel Scheiße kommt in dem Channel? Und drum benutzen wir es eigentlich hauptsächlich bei Admins und DevOps zurzeit. Und haben noch keinen großen Rollout. Ich tippe, dass unser Office... Wenn wir auf die zukommen und sagen, hier, macht mal diesen Befehl, wenn ihr einen neuen Mitarbeiter einstellt und bei euch kommt das automatisch aus dem Drucker raus, dass das dann funktioniert, weil wir mit denen ganz guten Draht haben, weil, ja, die auch keine Entwickler sind. Aber ich glaube, was die du ansprichst, ist halt Entwickler. Wirklich eine schwierige Sache, dass an Leute gerade die, also
diese Kommunikation so hinzubekommen, dass die Leute nicht erneut sind von einem Bot. Wir haben auch einen Chef, vor dem habe ich auch ein bisschen Angst, dass die Sache da runtergeht, der sehr leicht erneut ist von Bots. Und wir haben halt gesagt, okay, diese ganze DevOps-Nummer, Puppet deployen, so Zeug deployen, machen wir alles im Admin-Channel und trennen das halt von den anderen Leuten ab, weil wir es eh schon immer gemacht haben, weil wir noch einen anderen Bot hatten. Also der hat 3 Bots hinten dran, aber wie das halt so ist. Bots sind aber super. Aber die wichtige Sache daran ist halt, man darf die Leute nicht überfordern. Und ich tippe mal bei dir, no offense, ist halt, da saßen dann auch viele Leute drin, die keine Ahnung von hatten, für die es halt einfach nur Neues und Behinderung bei der Arbeit war. Also so würde ich mir das jetzt in meinem kaputten Kopf vorstellen. Und ich glaube, das ist auch was wir, wenn nur durch Glück hinbekommen, diese Kommunikation so hinzustellen, dass die Leute wirklich merken, dass es einfacher ist. Wir haben halt einen großen Nerd-Anteil bei uns in der Firma, das ist ganz glücklich, da habe ich ein bisschen Glück. Und bei dem man halt sagen kann, okay, du kannst ja über das Webfrontend gehen oder du kannst kurz den Chat eintippen, da wird sich, tippe ich mal, wahrscheinlich der Chat durchsetzen, aber gerade wenn es, wie würde man sagen, gewerkeübergreifend ist, wenn du halt noch irgendwie Product Manager hast, die seit 10 Jahren das Gleiche machen, ist, glaube ich, unendlich schwierig, das auszurollen und das so hinzubekommen, dass du die von der kommunikativen Seite her so überzeugst, dass die mitmachen. Also und da ist auch die Nummer mit, eigentlich solltest du es, also so habe ich das mitbekommen, so betreiben, dass man das zwar benutzt und die Leute dazu einlädt, mitzumachen, also in den Channel zu kommen, wo man das anlegt, aber es eben nicht hart promotet, sondern eher versucht, die Leute dazu zu bekommen, dass sie es mal selber auszuprobieren und dann aus eigenem Antrieb heraus versuchen, diese Schnittstelle zu anderen Schnittstellen zu benutzen. Ob du eine UI benutzt, irgendein HTML-GUI oder so ein Chat, im Prinzip ist egal. Aber da sind wir halt sehr stark bei dieser, wie bekomme ich den Leuten das erklärt, sage ich ihnen auch, hey, guck mal, der Entwicklungsaufwand, wenn wir noch eine GUI vorne dranhängen, ist ja so viel höher, als wenn wir nur ein Skript schreiben, was du per Kommandozeile bedienst. Würde ich zumindest sagen. Ich kenne keinen Entwickler, der gern GUI codet. Irgendjemand? Shader, ja, aber GUI nicht, gell? Und da ist halt einfach so, auch dieses rüberzubekommen, dass man sagt, okay, macht's doch den Technikern einfacher, dass die Nicht-Techniker auch halbwegs einfach bedienen können. Schwierig. Und hängt auch viel mit Firmenpolitik, Einflüssen, wer hat welchen, den ganzen Käse zusammen. Also ist sicher daher, einfacher rumzusetzen, wenn man eine flachere Hierarchie hat. Ja. Wir haben uns als geholfen zum Beispiel auch, wir haben einen Kunden, der sehr, sehr, sehr bodenständig, eine uralte Firma mit richtig viel Hierarchie hat und die fanden es cool, Rocket Chat zu benutzen. Das ist halt bunt und man kommt mit Webclient drauf. Also das ist vielleicht auch manchmal so ein Totschlagargument. Wenn ich jemand vom Marketing erzähle, hey, du kannst jetzt hier so ein IRC, das ist mit Text und so. Oder wenn du halt sagst, hey, cool, guck mal, hier ist eine voll hippe neue GUI, die heißt Rocket Chat zum Beispiel oder Hip im Namen Chat oder sowas, ja, und dann ist vielleicht auch ein bisschen einfacher, wenn man den Leuten auch zeigt, hey, du kannst auch Katzenbilder posten. Aber ich glaube, es reicht, ne? Fragen? Ja. Yay! Dann vielen Dank. Danke.